Hier und da wird der Ton mal ein bisschen rauer, wa? Aber das ist ja, hier. Wie sagt man, Jungs? Norddeutsche Feedback-Kultur, ne? War ja absoluter Schmutz! Schmutz! So wie du! Willkommen bei der Eintracht 2.0. Hier ist Will. Ist er stolz auf mich? Die Luschen von NNO klauen uns jegliche Aufmerksamkeit! Machen Sie Ihren verdammten Job, Strobel! Ich hab ne super Idee, wie die Presse wieder über Sie berichtet! Prügeln Sie sich doch mal wieder mit jemandem! Oh, ja! Hört mal jemand zu, verdammt nochmal! Wenn ihr die Rechnung nicht bald bezahlt im Bock, dann ist Ende Gelände, da gibt's nichts mehr zu trinken. Und das gilt auch für dich, Kevin Westphal. Ja, und du brauchst gar nicht so zu gucken. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, den Zeit-Trailer selber zu schneiden? Der war echt ganz scheiße! Der war überhaupt nicht scheiße! Der war spitze! Der war mega gut, hat alle Effekte gehabt. Ich hab Schmerzen! Ich hab Bier holen. Es interessiert sich niemand hier. Ja, ist immer nur Content, Content. Die ganze Zeit. Ja, aber musst dich ja nicht wundern, wenn du keinen Titel ranholst. Ja. Du Arschloch. Ja, wie stellt ihr euch denn alles vor, Mann zur Hölle? Das ist doch, wenn ihr da den Koreaner nach Hause schickt, dann kann es auch nicht mehr mit dem Titel nach Hause. Ja, ist ja, das ist ja, 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 ja. Seid schlimmer als die Leute in der scheiß Solo-Queue! Zeit für eine Therapie. Anders kriegen wir das nicht hin. Also Therapie, ich glaube, ich leg mich jetzt hier nicht hin. Ich bin nur hier, weil der Hendrik Bockverbot gegeben hat, die Sau. Bis die Nummer hier durch ist. Ich sag schon mal vorweg, wenn ich hier über meine Gefühle reden soll, dann haben wir ein Problem. Vaterfigur? Naja, weiß ich nicht, warum fragen sie mich nach meiner Vaterfigur? Das ist doch... Hat das jetzt was mit Eintracht Spandau zu tun? Die anderen waren alle schon da, aber ach, erzählen Sie mir nichts. Ich weiß Bescheid. Jeden Abend kommen die in den Bock und ziehen so eine Fresse. Und wenn ich frage, was los ist. Probleme. Jo. Bei uns hier wird's keine Probleme. Alles Roger in Kambodscha, sag ich immer. Der war echt noch ganz scheiße! Der war überhaupt nicht scheiße! Du Arschloch! Da, nö, also wir sind ja als so in der Beziehungsebene eine Familie schon. Doch. Ja. Zusammen alle. Ja. Hm? Dann! Oder geh mit Lenk frühstücken! Die Chance gebe ich mir nicht! Solange ich da bin, ist alles unter Kontrolle. Müssen Sie das Material nicht verwenden, ansonsten werden Sie verklagt. Tschüss, schönen Tag noch. Nach dem ersten Wir, da wird lediglich um den heißen Brei rumgeredet. Ja gut, hier und da wird der Ton mal ein bisschen rauer, wa? Aber das ist ja, die ganzen Snowflakes hier, Gen Z und so, die halten ja nichts mehr aus. Ihr seid doch so dumm, du bist doch so dumm, so dumm wie ein Busch bist du. Okay, vielleicht ist hier und da mal was an die Öffentlichkeit geraten und es gab ein paar negative Schlagzeilen. Präsident Knabe und sein Lieblingsfeind Christian Lenz gerieten aneinander. Sportlich? Ja gut, haben wir jetzt noch keinen Titel, ne? Die sportliche Leistung an sich ist keine Blamage. Oh nein! Was ist das denn für ein Team? Man sagt ja, Betrunkene und kleine Kinder sagen die Wahrheit. Aber auch nach dem zweiten Bier, da leben die immer noch in ihrer eigenen Welt. Ja, nee, wir kommen schon dann zusammen mit der Stimmung, die passt dann am Ende dann doch, ja. Und dann mache ich auch selber die Stimmung. Ist vielleicht auch kein Wunder bei dem Kindergarten, aber manchmal entwickle ich sowas wie Muttergefühle und dann weiß ich nicht, wohin mit meiner Fürsorge. Also bei uns, hören Sie mal,
Bei uns geht es immer nur allen Beteiligten um den Verein. Immer. Ich bin der Verein! Und nach dem dritten Bier, die vermeintliche Erkenntnis. Die tun dann so, als könnten sie alles, mir nichts, dir nichts aus der Welt schaffen. Okay, dann lasse ich die einfach mal machen. Ein bisschen Verständnis zeigen und die Hände vom Lenkrad nehmen. Was soll schon passieren? Vielleicht klappt's ja. Eigentlich wegen nur, dass er stolz auf mich ist. Ich frage ihn. Ich sag's ihm. Oder? Ja, ich weiß schon. Wir machen es mal folgendermaßen. Ich stehe immer im Mittelpunkt, ist auch anstrengend. Und ich schaue mir jetzt mal an, ob es da ein, zwei Früchte in dem Team gibt, die das überhaupt verdient hätten, auch mal selber im Mittelpunkt zu stehen. Und die können dann auch mal nämlich die Last tragen, die ich zu tragen habe. Und dann bekommen die auch mal ihre Inszenierung. Aber ich schaue mir das erstmal an, ob die es überhaupt verdient haben. So nämlich. So machen wir's. Und wer hält den Laden wirklich am Laufen? Ich. Jedes Mal muss ich hinterm Tresen die Scheiße auslöffeln, damit die sich wenigstens eine Woche lang riechen können. Ich sag Ihnen eins, bleibt das Fass leer, bleibt das Herz der Eintracht leer. Und da können Sie so viel therapieren, wie Sie wollen. Hi. Hallo. Oh, wollen Sie mal hier sitzen? Nein, Sie gehören in die Mitte. Ich bin doch angebracht langsam. Darf ich Ihnen noch kurz schnell was sagen? Ich habe noch hinten im Kofferraum bei den Apples. Schönen Moncherine-Packung. Mich? Ja, schön, dass du wieder da zu uns gefunden hast. Ne? Danke. Was wolltest du sagen? Ach nee, ist alles. Können wir nachher. Ist jetzt. Nach der PK. Ja. Hab ja immer offenes Ohr für dich hier. Ist ja wie ein Sohn. Danke. Oh. 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 Wir müssen hier mit dem. So. Danke. Ja. Ja. Sehr geehrte Pressesprecher, liebe Öffentlichkeit. Im Leben eines Vereins und im Leben eines Mannes kommt es mal zum Wendepunkt. Und genau da befinden wir uns gerade. Ich, Präsident Knabe von der Eintracht Spandau, habe in den letzten Tagen und Wochen reflektiert. Reflektiert über meine Person und das Handeln des Vereins. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass sich im Verein, aber auch in der ganzen League of Legends E-Sport-Szene alles sich immer nur um meine Person dreht. Und da frage ich, meine Damen und Herren, kritisch in die Runde, auch mal Sie, ist das überhaupt gut, wenn man mich immer nur so verehrt und alles immer nur so glorifiziert um meine Person? Und ich sage nein. Stattdessen lassen Sie uns gemeinsam mal ein Auge auf die anderen Akteure in diesem Verein werfen, die auch auf ihren Schultern die deutsche League of Legends E-Sport-Szene tragen. Und das habe ich nämlich auch mal gemacht. Und da kam ich zu dem Schluss, dass das absolute Nullen sind. Es lief ja im letzten Jahr gar nichts. So. Was? Ja, haben Sie richtig gehört. Gar nichts lief. Skandal nach Skandal. 3 Titelchancen verpasst, Kevin. Dieser Scheißbus war ja ein absoluter Flop. Warum bist du überhaupt noch hier? Ich hab dich gefeuert! Das ist Hausfriedensbruch! Und Sie, diese Schmutzkampagne gegen mich, Knabe raus, das haben Sie doch egalisiert über ein ganzes Jahr. Das wurde auch verharmlost. In unsere Räumlichkeiten kam ein 2-Meter-Hühne und hat mich zusammengeschlagen. Und das ist okay?
Das ist doch jetzt... Aber nee, Herr Knabe, nein, das ist jetzt im nicht... im letzten hier Jahr waren wir ein Clownsverein und obendrauf immer nur Ungehorsam von rechts und links. Damit ist Schluss. Ab heute erstrahlt die Eintracht in einem neuen Glanz. Wir drehen hier alles to the left, also auf links. Ich habe im Zuge der Außenwahrnehmung ein neues Content-Team eingestellt. Denn auch dieser Hype-Trailer für die neue Saison war ja absoluter Schmutz. Schmutz, so wie du. Und du bist wieder gefeuert, falls du nicht verstanden hast. Und obendrauf habe ich auch ein neues sportliches Team. Die Salzantara, Schmeili, Lillip. Die kommen alle aus der LEC. Das ist diese superreichen Kackliga. Aber jetzt spielen die bei uns. Die Qualität haben wir im Verein. Oben drüber haben wir noch neue Trainingsmethoden, um diesen verhunzten Kack-Award oder Pokal mal einzuheimsen endlich. Nimm ich mal selber jetzt in Angriff. Schmelzen wir ein, machen was ordentliches drauf. Komm mal draus, saufen, Kevin. Auch ein neues Maskottchen. Plan ich jetzt mal auch. Das ist Pressearbeit, verstehen Sie das, Frau Strobel? Sie haben ja zu so, nein, jetzt spricht der Kuchen. Da schweigen mal die Krümel. Meine Damen und Herren, willkommen bei der neuen Eintracht, die sämtliches Versagen unseres Vereins in der jüngsten Vereinsgeschichte vergessen machen wird. Willkommen bei der Eintracht 2.0. Hier ist Riel. Ich wusste das die ganze Zeit, dass das der Auslöser sein wird. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, wir waren in so einem guten wir waren komplett fein. Aber hier keiner. Kann ich jetzt wieder anfangen? Warum sitzen Sie hier noch? Das ist Hausfriedensbruch. Sie sind gefeuert. Hallo. Wo die Havel kreuzt die Spree von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dich.